Mittlerweile ist man an Jugendliche, die auch bei schönem Wetter ihre Nase tief in ein Handy halten, ja gewöhnt. Aber Vorsicht! Nicht immer jagen sie den neuesten Trends auf den sozialen Netzwerken hinterher. Für das EU-Projekt AR for STEAM sind SchülerInnen des Adorno-Gymnasiums mit WissenschaftlerInnen des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation unterwegs, um Lehre mithilfe digitaler Anwendungen zu erproben. Aber was bedeutet AR for STEAM überhaupt? AR ist kurz für Augmented Reality, also erweiterte Realität. Die 4 für vor, also ohne U. Und STEAM ist ein Akronym für Science, Technology, Engineering and Math. Manchmal steht das A aber auch für Arts. In 6 Ländern, in Niederlanden, Belgien, Deutschland, Italien, Türkei und Zypern, nahmen Schulen dieses Jahr an dem Projekt teil, bei dem SchülerInnen, aber auch LehrerInnen an das Thema AR rangeführt wurden. Dana Kube, die Koordinatorin vom DIPF, erläutert im Interview, wie das Projekt zustande kam. Also entwickelt wurde es, soweit ich weiß, 2018, 2019, vor allen Dingen von dem italienischen Partner FEB aus, die schon mehrere Bildungsprojekte im Erasmus-Plus-Kontext gemacht hatten, sind dann an STIPF herangetreten, beziehungsweise auch an unseren Prof, der für Educational Technologies zuständig ist. Und dann kam die Kooperation einfach dadurch zustande, dass es für uns interessant ist, eben auch mal mit Augmented Reality zu arbeiten im Schulkontext. Man kommt ja auch aus der Forschung nicht so oft an praxisbezogene Projekte, wo man direkt mit den Schulen etwas zusammen entwickelt. Das war natürlich sehr spannend, ne? Und bietet auch einfach unglaublich viel Nährboden für neue Forschung. Die Schule in Brüssel schaut sich Atome an, ja, und die Entstehung von Atomen. In der Türkei arbeiten sie, soweit ich weiß, an einer technischen Entwicklung, die auch zur Berufsschule passt. In Italien gucken sie sich im Chemieunterricht auch andere Konstrukte an. Wir haben uns physikalische, mathematische Formeln in der Anwendung in der Natur angesehen. Also man hat einfach unterschiedliche, aber auch total offene MINT-Foki, die du zusammenführen kannst, einfach mit dieser Übersetzung auf das Augmented Reality. Wir haben alle in unseren Ländern nach Apps geschaut, die vernünftig sind, ja? Also sagen wir, die einen pädagogischen Mehrwert haben mit Augmented Reality. Dann haben wir dazu quasi ein Handbuch erstellt und eine Sammlung. Das war der erste Abschnitt. Alle waren gleich eingebunden. Im zweiten Teil haben wir eine Fortbildung für Lehrkräfte in ganz Europa erstellt. For the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front. Show them how we do it. And show them how we do it. Und so entwickelten InformatikerInnen, DidaktikerInnen und NaturwissenschaftlerInnen Lernanwendungen, die mithilfe von AR Aufgaben veranschaulichen. Der Informatiker Onur Karademir berichtet über diese Zusammenarbeit. Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, dass die interessantesten Inhalte eigentlich von den SchülerInnen kamen. Und das finde ich halt super spannend, weil sie einfach zum Beispiel mehrere Augmented Reality Objekte sich ausgedacht haben, mehrere Plätze sich ausgedacht haben, gesagt haben, damit könnte man gut lernen. Und unsere besten AR-Checkpoints, die wir in der App haben, die haben die Kinder entwickelt. Das finde ich halt super spannend. Und genauso auch die Quizfragen, die wir erstellen, die besten Fragen kommen von den Kindern. Als Anwendung ist es einfach, sobald man ein bisschen das Onboarding hatte, ich sehe ja bei den Kids, dass die da super affin sind, die sind affiner als ich in den Bereichen und kriegen das schneller hin, als ich, dieses Objekt vernünftig zu platzieren. Und also glaube, dass man nach etwas Eingewöhnungszeit damit super gut lernen kann, weil das die Kids auch aktiviert. Deswegen ist das halt so eine coole Sache, wenn man das in den Schulalltag mal so integriert und ab und zu mal so ein Experiment mit Augmented Reality macht. Ich glaube, das bleibt einfach hängen, auch wenn es jetzt nicht didaktisch perfekt durchdacht ist. Einfach nur diese Sinneseindrücke, die man hat, das sind einfach so Brandmarker für das Gehirn, dass man das halt speichert. Einfach Emotionen, die bleiben. Und das ist halt das Coole, was man mit AR machen kann. In Frankfurt wurden SchülerInnen aus unterschiedlichen Jahrgängen mit Tablets ausgestattet
auf denen die mithilfe der freien Software GeoGebra entwickelte Lernanwendung für das Projekt installiert war. Damit konnten sie virtuelle Hilfslinien oder geometrische Formen in die Landschaft oder an Objekten anlegen, mit deren Hilfe diese dann einfach zu vermessen waren. Gerade bei Bäumen oder großen Gebäuden, für die ein Maßband zu kurz ist, erweist sich das als praktisch. So können dann zum Beispiel Volumen oder Entfernungen berechnet werden. Es gibt aber auch komplexere Fragestellungen. Genau, und zwar, wir müssen uns vorstellen, dass hier in dem Bereich unter der Unterdachung Leute, Personen stehen bei einem Sturm. Und die Aufgabe ist es, wie viele Personen in diese Unterdachung passen würden, dass alle quasi vor dem Regen geschützt sind. Aber sind die Aufgaben jetzt noch schwerer als im Unterricht? Eigentlich nicht, da man sich das viel besser vorstellen könnte, als wenn es jetzt einfach eine Sachaufgabe ist auf dem Blatt. Und hier wird auch schon direkt Hilfe geleistet. Natürlich kann man sich auch Tipps holen. Wenn man es oft anwendet, das wird natürlich super, weil es wird natürlich viel spannender und interessanter machen. Man könnte direkt sein Vorwissen halt hier anwenden. Aber natürlich muss man auch erstmal Matheunterricht diese Themen behandeln, bevor man hier einfach startet. Albert Teichreff promoviert als Physikdidaktiker und hat an der Entwicklung des Aufgabenparcours gearbeitet. Ich fand es auf jeden Fall toll, die Erfahrung, das mal wirklich zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler darauf reagieren, was wir hier vorbereitet haben, wie es am Anfang noch viele Fragen gab, wie geht man rum mit der Technik, ja, wie kriege ich jetzt die Objekte wirklich an die richtige Stelle, wohin sie gehören. Und da gab es hier und da Startschwierigkeiten und wir haben uns ja regelmäßig getroffen und da ging es von Mal zu Mal besser. Also das war für mich wirklich ein sehr positives Erlebnis. Das ist nämlich immer so die Bedenken, die auch Lehrkräfte dann haben, wenn sie das sehen, okay, schaffen das denn meine Schülerinnen und Schüler überhaupt, das dann so gut zu demonstrieren oder nachzumachen? Und das Projekt hat mir gezeigt, dass es tatsächlich geht. Für uns ist das, wenn man diese Technik einsetzt, dass man reale Objekte hat, man befindet sich irgendwo draußen, hat ein Objekt, das findet man spannend und dann kann man aber mit der Technik eben virtuelle Objekte zu diesem realen Objekt hinzufügen. Ja, und das nennen wir dann so Einblenden oder Überblenden von den Objekten und diese Objekte sollen dann eine zusätzliche Information bieten, dass man die abstrakten Konstruktionen, die wir dann machen, ja, oder wenn es auch nur eine Skizze ist, die man im Unterricht an der Tafel hat, die kann man digitalisieren und dann kann man das über das reale Objekt legen, worum es ja dann eigentlich geht. Bemerkenswert, die SchülerInnen wollten gar nicht für das Projekt auf Unterricht verzichten. Anscheinend war die Teilhabe an einer App-Entwicklung verknüpft mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen wirklich interessant. Ich interessiere mich ja sehr für Biologie und auch Physik. Deswegen hat mich die Frau Dennis angesprochen, weil sie auch wusste, dass es mich so interessieren wird. Vor allem nicht nur generell, weil wir uns mit den Themen beschäftigen, sondern ich finde auch einfach die Gestaltung der App und so sehr interessant. Mich interessiert, was unsere Natur so alles bewältigen kann und was so alles in unserer Natur passiert. Und auch Physik ist ja auch eine Wissenschaft. Mich interessiert, was passiert außerhalb von dieser Welt, was passiert im Weltraum, Astronomie, sowas interessiert mich schon, ja. Ich finde, dass Augmented Reality Technik mehr in der Schule eingewendet werden sollte, weil es einfach, man kann sich damit das besser visuell vorstellen und wir haben das auch gar nicht gemacht bis jetzt. Also das war jetzt auch das erste Mal, dass wir sowas gesehen haben. Es ging aber nicht nur um die SchülerInnen. Auch an den LehrerInnen besteht ein wissenschaftliches Interesse. Und dadurch, dass wir auch so viele erfahrene Leute dabei hatten, die Apps entwickeln oder die auch anwenden im Lernkontext, auch mit MINT. Ja? Also diese Verbindung konnten wir herstellen. Und das war unglaublich wichtig, um überhaupt die Lehrkräfte dazu zu bekommen, das mal auszuprobieren. Ja? Das ist ja auch eine extra Arbeit, die man jetzt nicht in jeder Fortbildung mitbekommt. Und das war das Wichtigste, denn ohne die LehrerInnen, die das benutzt, hast du ja auch keine Schüler, die es ausprobieren können. Und dann habe ich einen Artikel gesehen vom Albert, mit dem ich zusammen studiert habe und sozusagen die Schulbank gedrückt habe und habe mich total gefreut, dass er physikalische AR-Sachen in den Unterricht reinsetzt und man dann irgendwie sich das angucken kann. Und dann haben wir in der Ausstattung hier einen Schritt gemacht, dass wir ein paar Tablets angeschafft haben und ich das auch im Unterricht einsetzen konnte.
und war von Anfang an total fasziniert. Am Anfang war das auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Da sind viele Schritte. Man gelangt irgendwie gefühlt auf verschiedene Seiten, also so Punkte mit vielen Parametern. Also es ist wirklich schon viel auf der Seite zu sehen. Aber wenn man sich einmal, wenn man einmal versteht, wie es funktioniert, ist es eigentlich relativ einfach. Also wenn man es einmal verstanden hat, kann man es immer anwenden, aber auch nicht nur auf das eine, sondern auf die verschiedenen Stationen dann. Ich möchte, dass man meine Schülerinnen und Schüler nicht nur lernen und irgendwelche Noten bekommen und dann sagen sie, ja, jetzt hatte ich die Schule und da hatte ich eine super Note, sondern auch, dass sie was erleben und das prägt. Also wenn sie in ihrer Schulzeit an einem Projekt teilgenommen haben oder an einem Wettbewerb oder irgendwie nochmal zusätzliches zu dem normalen Unterricht, das wir hier haben, erleben, das prägt immer. Und das bleibt auch wirklich hängen. Ich glaube, dass die Schülerinnen, die jetzt hier an diesem Projekt teilnehmen, das wird sie sehr nachhaltig positiv verändern. Da AR for STEAM ein Pilotprojekt ist, das noch nicht belastbare Daten erhebt, sondern vielmehr vorsondiert, wie Forschung aussehen könnte und wie mehr LehrerInnen motiviert werden könnten, AR anzuwenden, ist die Freude der SchülerInnen und LehrerInnen als voller Erfolg zu werten. Ich glaube, dass es vor allem, da man es ja in der Praxis übt, es einfach eigentlich viel länger am Gedächtnis beibehält, als wenn man es jetzt eigentlich nur theoretisch auf einem Blatt übt. Daher würde ich sagen, ja, man merkt sich die Formeln, man merkt sich, wo man das alles anwenden kann und man kann sich das visuell vorstellen. For the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front, for the people in the back, for the people in the front. Aber auch Kritik und Anregungen wurden mit regelmäßigen Fragebögen eingeholt. Klassische qualitative Fragebögen, Selbsteinschätzung von Lehrkräften und Schülern, wie sie sich persönlich mit der Technik verhalten haben, welche Unsicherheiten sie hatten, welche positiven oder negativen Erfahrungen sie hatten, für uns als Erfahrungswert. Also wir haben jetzt noch keine Lernstandsmessungen oder statistischen quantitativen Erhebungen da angedockt, sondern das war tatsächlich gemäß des Projektziels, dass ein erster Interesse und Funke überspringt, einfach nur eine Auswertung danach, haben wir das denn zumindest erreicht? Nimmt halt schon viel Zeit in Anspruch, zum Beispiel in den Park zu gehen und diese Figuren alle einzustellen. Und auch als Klasse ist man dann viel mehr als jetzt wir in unserer Gruppe. Deswegen könnte Zeit ein großes Problem sein. Es war schwierig herauszufinden, wie es funktioniert, wo man etwas, zum Beispiel, wo man Antworten sieht, wo man hindrücken muss. Oder wie man etwas größer macht, kleiner macht, etwas einstellt, etwas in die richtige Form bringt, wie man es einscannt. Das muss man am Anfang erstmal lernen. Aber wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, dann bekommt man es direkt raus, dann weiß man direkt, wie es geht. Ja, also ich glaube, wenn man so diese Startschwierigkeiten einmal geklärt hat, ja, wenn man da ein bisschen Routine reingekommen ist und das haben wir jetzt heute zum Beispiel bei dem Treffen gesehen, dann kam eine neue Aufgabe hinzu, die die Schülerinnen und Schüler noch nicht kannten, ja, und dann waren sie aber direkt interessiert, okay, jetzt habe ich hier was Neues, aber ich kenne schon dieses Einblenden, dieses das passende Verhältnis einstellen und danach geht's darum, dass ein schönes Bild dabei entsteht und ich die Frage beantworten kann. Ich glaube, wenn man so weit ist, dann macht es tatsächlich Spaß, ja, wenn man weiß, wie es geht und dann einfach nur noch inhaltlich über die Sache nachdenkt und jetzt nicht mehr das Technische im Vordergrund hat. Und nun? Wie geht's weiter mit erweiterter Realität an den Schulen? Ob das jetzt die Zukunft ist, kann ich pädagogisch noch nicht sagen. Dafür haben wir noch zu wenig Evaluationen vorgenommen. Aber was ich definitiv sehe, ist eben dieser Schnittpunkt, den man sonst seltener schaffen kann, auch gerade in der Selbsterfahrung beim Lernen. Und wenn man merkt, dass man tatsächlich Dinge, die wir sonst beim E-Commerce, beim Einkaufen, ja, oder beim Spielen auch von verschiedenen Spielen im Alltag trainieren, wenn wir das auch anwenden können, um tatsächlich kognitive Fähigkeiten, mathematisch, physikalisch, biologisch auch im Unterricht anzuwenden und da sogar einen Spaß noch zu vermitteln, dann ist es auf jeden Fall ein Versuch wert und eine Sinnhaftigkeit, die wir auch noch mal schaffen. Sachen zu entwickeln, Modelle zu basteln, die wir schnell augmentieren können, das finde ich großartig. Und ich glaube, das ist eine große Chance für die Zukunft, dass man eben da nicht irgendwie eine 3D-Skriptsprache lernen muss und ganz tolle Modelle aufbauen, sondern man kann einfache Linien draufziehen und mit denen aber schon
mit mehr Wert arbeiten. Jetzt haben wir sie gezwungen, aus einem Alltagsgegenstand zu abstrahieren, auf die höhere Ebene zu gehen, auf die mathematische Ebene zu gehen und das in die andere Richtung sich zu bewegen. Normalerweise haben wir einen mathematischen oder physikalischen Zusammenhang und dann helfen wir mit realen Bildern. Jetzt machen wir mit realen Bildern, gehen wir zurück und sagen, versuchen wir mal das Abstrahieren von diesen Sachen und das ist mir wichtig. Ob AR also zur Zukunft im Klassenraum und außerhalb gehören wird, um das MINT-Lernen besser zu erleichtern, wird sich zeigen. Diese Schule und ihr LehrerInnen-Netzwerk macht sich auf jeden Fall auf den Weg.